So, weiter geht's heute mit der riesigen 8 oder mit der schweren 8, so heißt das Rennen ja. Denn wir wollen uns 18.000 Dollar leisten. Oder beziehungsweise versuchen zu gewinnen. Sind wir auch schon mal, also sind wir auf jeden Fall schon mal gefahren. Wir sind viele. Ja, Hilfe. Cheers, wir sehen uns am Ziel. Du willst wirklich gewinnen, was? Das war mir fast klar. Halbe Strecke. Noch ist es nicht vorbei. Na, was heißt halbe Strecke? Erste Runde ist das gerade mal. Baro führt. Noch. Wobei ich ja gerade... Das ist der zweite hier vor mir, ne? Warum führt leider? Das ist das Problem. Der soll kriegt momentan voll 18.000. Wir sind bei 13,5. Ach ja. Das Problem ist natürlich, dass der jetzt immer noch... Leider wird der das Ding verdient gewinnen. Seht ihr, da kommt natürlich jetzt auch irgendwas dazwischen. Er hat's gewonnen. Ich hab's ein bisschen versaut. Aber so schwer ist die Strecke nicht. Wir können es schaffen. 6 Sekunden hat der Vorsprung gehabt. Also was nochmal. Wir müssen es irgendwie nochmal versuchen. Ja, wir haben natürlich jetzt. Ich muss natürlich auch mal in die Garage, aber wir haben die Kohle halt nicht. Hast du mich überholt? Was machst du denn? Die Idioten fahren mit vollem Karacho ineinander. Friss Staub. Jetzt haben wir natürlich die alle an der Backe jetzt. Streifer ist bereit, die Zielperson zu fassen. Ah ja. Fang mich doch!
Aber leider noch eine Runde. Sieht aus, als ob wir auch abheben müssen. Scheiße, Mann! Das war mir so klar, dass da Sache, das Spiel manipuliert ohne Ende. Verpiss dich mit deiner Scheißkarre da! Ja, bleib stehen und fahren bist du. Am besten fährst du noch ein Stück vor. Vergiss es hier! Mittelfinger und so, wa? Glück gehabt. Also ist der Weg da, der rechte Weg da unten ist sehr kürzer. Den habe ich, damit habe ich es mir, glaube ich, ein bisschen versaut auch. Aber ich habe es am Ende rausgeholt. Oh, der Welt ist sicher auch nur Sechster geworden. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft. Wow, wir haben jetzt drei Stinks auf dem Auto. Aber hier ist irgendwo noch ein. Da. Irgendwas habe ich abgeschlossen. Schwergewicht posen. Jedenfalls haben wir. Ja. Gutes Geld gemacht. Jetzt haben wir 25.000. Ich muss nämlich gucken, wie viel wir brauchen insgesamt, um unser Auto voll aufzubauen. Plus halt die 50.000, ne? So, Nachtevent. Ja, wir haben ein bisschen was gemacht, auf jeden Fall. So, Charakter, kann ich das einstellen direkt? Posen. Immer. Peace out, Kaching, Bookies. Wo waren das? Irgendwo war was. Da hat man nämlich was gekriegt. Speck. Da ist es. Das wollen wir mal einstellen. So, Wagen. Meine Autos. Ich will mal gerade gucken, was der bringt, was das bringen würde. Der hat nämlich auch schon drei. Wagen. Leistung. Motor. Oder 40 würde der bringen, 23.000, 30.000. Ja, natürlich. Teile. Sagen wir es mal rein. So, dann schon wieder schon. Wie haben wir denn noch 11.000? Wir brauchen Reifen eigentlich, oder? So. Ja, den haben wir gekauft. Wir haben jetzt den Super Reifen drauf. Also Reifen drauf. Auf den Super. Beschleunigung und Kurvenverhalten ist jetzt drin. So. Ja, leider wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, noch das Event. Das Event. Gut. Wir haben schon Freitag mittlerweile. Also A+, hier ist noch ein Drift-Event. Der Track Day Special. Was bringt denn der jetzt mir? 6.000. Aber wir haben leider nicht das Geld dafür. Wir haben momentan, glaube ich, ja weniger. Was? Hier haben wir B.
Da brauche ich ein neues Auto für. Oder mein Auto, mein anderes Auto für. Ja, sowieso kaum noch Geld. Wir haben sowieso gerade nichts, ne? Ja gut, die ganzen Dinger, ne? Wir brauchen ein bisschen Geld gerade. Boah, Straßenrennen. A haben wir ja. Wir haben ja ein A-Auto, ne? Mit dem wir allerdings. Hier würden wir dieses Lotus Exige S06 kriegen. Das könnte man mal festhalten, das Rennen. Das könnte man mal theoretisch festhalten, das Rennen hier. Für das Auto. Weil es ein A-Plus-Rennen ist. Ein A-Rennen ist. Deswegen ist es ein Straßenrennen. Und das für das Auto, ja. Hier ist viel leichtes Geld, Style. Oh, ist wieder ein Takeover. Sehr gut. Das ist immer gut. So Takeover sind immer toll. Die kann man, damit kann man ein bisschen Kohle machen. Das wollen wir dann aber erst in der nächsten Folge machen. Da würde ich mal sehen, wie weit das hier. Oh, wow, wir haben schon einige Fahrzeuge hier, was wir kriegen könnten. Also, nächstes Mal haben wir hier dieses Styled Out. Auf jeden Fall ein Takeover. Damit, das könnte natürlich auch machbar sein. Und dann bin ich raus für heute. Ne? Bis dann. Tschüss bei Need for Speed Unbound.